RE50 Leipzig Hauptbahnhof nach Dresden. Fahren Sie diesen RE50 von Riesa nach Dresden. Mit der Baureihe 424 Teilen 2DB, ein Zuggewicht von 240,3 Tonnen, 6 Wagen und eine Zuglänge von 110,7 Meter. Damit moin miteinander und ein recht herzliches Willkommen ja zu einem weiteren Video von ja. Und Jenkos mit meiner Wenigkeit, ich bin der Schulz, heute mal wieder im TSW2 auf der Strecke ja, Nahverkehr in Dresden, Riesa. Ja, und wir fahren oder wir übernehmen hier in Riesa den RE50 kommend aus Leipzig nach Dresden. Ja, ist besonders, ich bin ja vor 14 Tagen ungefähr, kann man sagen, ja gut, denke ich, letzte Woche bin ich selber die Strecke mal abgefahren, allerdings nur von Leipzig Hauptbahnhof über Riesa bis nach Priesterwitz. Ja, aber mal gucken, ob da irgendwelcher Wiedererkennungswert dabei ist. So, ich würde sagen, wir starten auch erstmal das Gefährt und ich werde auch erstmal die Türen aufmachen. Rüsten jetzt noch den Rest auf, den wir zum Aufrüsten haben. In dem Fall ist das die SIFA, es ist noch die BZB. So, dann haben wir Instrumentbeleuchtung ist an, das Spitzensignal ist auch hoffentlich an. Nee, es ist nicht an. So, jetzt müsste es aber an sein, oder ist es einfach von der anderen Seite? Das kann natürlich auch sein. Ja, nee, ist noch aus. Duck, duck, duck. So, jetzt. Noch alles aus hier. Also, Widerstandslicht ist auch aus. Zuglicht an. So, jetzt aber. Und dann jetzt einfach auf normal Spitzenlichter, die immer noch nicht an sind. Okay. Gut, ich kann es nicht ändern. So, Zuglichter sind an. Okay. Nein. Okay. So, wir schließen die Türen, machen Richtungsänderung noch nach vorne. Schauen noch einmal raus hier in Riesa. Übrigens hat der Zug hier ungefähr 10 Minuten Aufenthalt. Ja, so. Mal los. Achso. Wir müssen erstmal noch anschalten. So, Richtung nach vorne. Und damit können wir jetzt auch abfahren. Und jetzt, aha, jetzt sind die Lichter an. Okay. So, okay. So, und wir fahren ab. So. Befreien uns mal aus von der Probeüberwachung. Es regnet und ja, es regnet auch. Soll uns aber jetzt erstmal nicht aufhalten. So. Genau, nächste Station ist dann Glaubnitz bei Riesa. Wir fahren eben halt die komplette Strecke ab. Hier eben halt von Riesa bis nach Dresden. Über Glaubnitz, Priesterwitz, weiter über Coswig bei Riesa, bei Dresden und ja, Dresden-Neustadt bis nach Dresden auf Bahnhof. Genau. Ich glaube, wird ungefähr wieder mal 40 Minuten bis Stunde gehen, glaube ich. Also könnt euch ruhig zurücklehnen, euch einen Kaffee oder einen Tee nehmen, keine Ahnung, und ja, die Fahrt genießen mit mir. Genau. So. Genau, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin hier noch einen Teil von der Strecke abgefahren, wo allerdings eben halt auch viel Baustelle war. Ich glaube, hinter Glaubnitz, zwischen Glaubnitz und Priesterwitz, da wird komplett die linke Fahrseite ist komplett gesperrt und wird auch neu gebaut. Ja. Unter anderem werden auch neue Bahnhöfe da gebaut und so weiter und so fort. Ja. Was vielleicht noch wichtig ist, ich bin nicht mit den L50 als Talent gefahren, sondern da ist der Blossengarnitur gefahren. Genau, mit einer 112 war, glaube ich, hinten dran oder was, 182? Also unser Taurus? Ah, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Beziehungsweise habe ich jetzt so genau nicht drauf geachtet. Liegt daran, weil ich relativ schnell den Zug gehüpft bin. Ja, weil 9-Euro-Ticket, glaube ich, brauche ich nicht dafür dazu sagen. Da sind viele Leute unterwegs. Und vor allem so, Leipzig ist eine schöne Stadt in Sachsen und Dresden ist auch eine schöne Stadt in Sachsen. Da, ja, sind die Züge wahrscheinlich schon vorher schon sehr gut ausgelastet gewesen. Würde ich mal behaupten. So. Genau. So, jetzt sehe ich auf der linken Seite dann die Fern.
Gleise ab, also für die Fernzüge, die fahren hier separat und das ist jetzt für die Regionalbahn und für die Güterzüge. Genau. So, S-Bahn-Verkehr ist hier noch nicht, beginnt erst ab Crosswick, genau. Da beginnt der erste S-Bahn-Linie. So, haben wir heute leichten Regen, war nicht so schlimm. Hält uns jetzt auch nicht auf. So. Genau, Höchstgeschwindigkeit hier auf den Abschnitten 120. Und ich glaube, später dürfen wir dann noch 160 fahren. Glaube ich zumindest. Werden wir mal sehen. So, da vorne kommt auch schon Glaubtitz beim Riesa. Das heißt, dann können wir schon mal anfangen, so leicht langsam zu bremsen. So, genau. Und ich glaube, ab Glaubtitz war jetzt auch hier die Baustelle, dass die komplette linke Seite, die komplette Schienenbetten neu gemacht wird bis nach Priesterwitz. Und wir müssen bremsen, wir müssen bremsen. Genau, und auf der linken Seite werden alle Bahnsteige neu gemacht. Konnte man wunderbar aus dem Zug aus erkennen. So, und der erste Halt wird nicht. Ach, Digga. Mann. Ist das scheiße. Jetzt hängen wir genau hier auf dem Bahnübergang. Sehr schön. Ah, ein Profi bin ich. Ein Profi. So, wie sieht's aus? Okay. Wichtig dazu zu sagen, in der Doppeltraktion, Teilen 2, 3 Wagengarnitur gibt es ja von 2 über 3, dann über 4 und dann über 5 Wagen gibt es ja jeweils immer ja, einen Zug gespannt. Und dann gibt es eben halt, ja, können sie eben halt noch als Garnitur verarbeitet werden, so wie wir es jetzt hier gerade haben, als doppelt. So, wollen wir mal bis 51 warten hier, haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Und wie gesagt, hier werden komplett alle Bahnhöfe oder alle Bahnsteige neu gebaut und auch hier ein neues Gleisbett wird hier auch neu errichtet. Genau, also hier ist eine wirkliche Großbaustelle. Demzufolge ist auch ein wenig der Zugverkehr beeinträchtigt. Ne? Wie gesagt, das ist ja hier wirklich von Glaubnitz bis nach Priesterwitz. Also Priesterwitz ist dann wieder zweigleisig. Aber davor, vor Priesterwitz, ich weiß gar nicht, was da für ein Bahnsteig kommt. Können wir mal ganz kurz gucken, hier Ablauf. Aha, genau, zwischen Goblitz und Nüchritz. Also ich glaube, Nüchritz, oder wie das auch gesprochen wird, ich glaube, da ist auch noch Baustelle. Glaubnitz war und Nüchritz war, genau. Und ab Priesterwitz ist dann wieder frei. Genau. Sind ein paar Kilometer. Zumindest. So, gut. Wir machen schon mal die Türen zu. Fällt mir gar nicht, ja. Aber das ist so TSW halt, ne? Also, naja. Naja. Funktioniert es immer nie, wie ich das will. So, und wir fahren los. Aber pünktlich waren wir zumindest. So. Nächste Station ist dann Nüchritz. Ich weiß jetzt nicht, wie das sich richtig ausspricht. Aussprechen lässt. Ich komme ja aus der Ecke hier nicht. Ich komme aus Brandenburg und hier aus Sachsen. So. Soll es aber trotzdem nicht aufhalten, hier fahren zu können. So. Ich glaube, in der letzten Woche gab es da Train Simulator, glaube ich, als Video, wenn ihr alles täuscht, am Sonntag. Und ja, jetzt kommt wieder TSW 2. Versuche immer da so eine schöne Abwechslung zu haben. Und Sonntag kommt da dann auch immer der Train Simulator Livestream. Das heißt, Freunde, ab 18 Uhr. Am heutigen Tag, also wenn ihr das Video am Sonntag seht, am 31.07. da erwartet euch dann noch einen wunderschönen Transfer-Livestream, der um 18 Uhr geht. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, da werdet ihr benachrichtigt dann. So, gut. So, ich würde jetzt schon mal sagen, wir fangen jetzt schon langsam zu bremsen. Schließlich ist ja auch haufenweise Regen. Das beeinträchtigt das alles oder das Ganze ja nochmal. Eine ordentliche Schippe. So. Aber diesmal sieht es ziemlich besser aus als vorher. So. Nächste Station Nüchnitz.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt habe ich mich total verbremst. Na, Teil 2, das ist so eine Sache. Das ist immer so eine Sache. So. Genau, gab es da schon verschiedenste Updates hier auf der Strecke. Jetzt wurden auch die ZZA-Tafeln hier, ja, Bahnsteig-Anzeige-Tafeln wurden überarbeitet. Können wir uns ja auch noch mal hier mit im Detail angucken. Ist ja schön, echt gut jetzt hier. Sehr schön. Genau, die wurden hier überarbeitet. Und jetzt steht hier 11:50 nach Dresden. Und oder folgende Zug ist dann RE50 nach Dresden und eigentlich, ja, da steht unser Zug. Nach Dresden Hauptbahnhof 11:50 begrüßen wir jetzt Niederau und Weinmühl Hauptbahnhof. Genau, Türen in der Regel sind aber noch nicht offen. Habe ich nicht oft gemacht. Mann, die gerade mit mir los hier. Los hier. So, gut. Sehr schön. So, ich muss noch ganz kurz mal mein Fenster ein bisschen ranmachen. Regnet nämlich. Und ich habe ja Dachschrägenfenster. Und das ist dann immer nicht so praktisch. Aber müsste alles von der Zeit her passen. So. Schöner Regen hier. So. So. Und wir machen einmal die Türen zu. Die Türen gehen zu. Und so. Und es geht los. So. Nächste Station ist dann Peterwitz. Genau. Und jetzt hier irgendwo in der goldenen Mitte, würde ich jetzt, glaube ich, mal so sagen, endet dann die Baustelle. Wie gesagt, hier in Büchnitz ist er immer noch und ja, irgendwo hier auf der Strecke endet sie dann irgendwann. So, und gut. Genau, und in Brichterwitz bin ich dann ausgestiegen, bin dann in den RE, boah, was war denn das, RE 10, 11, RB 10 oder 11, keine Ahnung, zumindest kommend aus Dresden, dann nach Cottbus. Und der ist in Priesterwitz dann über Rosenheim, Gott, was auch Bahnhof gefahren. Und ja, genau. Also nicht weiter hier auf der Hauptstrecke von Riesa, sondern ist dann gleich in Priesterwitz abgebogen. Gibt es ja hier im TSW auch die Strecke. Also einen Streckenabzweig bis nach Rosenheim, Gottwasser Bahnhof, den man ja auch anfahren kann. Davon kommt man dann in 2 entgegen, auf den 11:50. Da fährt es wieder nach Dresden. Genau, hier kann ich auch noch rein, hier kommt noch die Baustelle. Das weiß ich, stand auch noch ein Güterzug und hier war auch eine Baustelle und hier stand ein Güterzug, den wir überholt haben noch. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Genau, und dann, ich glaube, hinter dem Güterzug, irgendwo dahinter, da hat dann die Baustelle, ja, war die Baustelle dann ja, weg. Irgendwie so war es. Ah, schon manchmal lustig. Hab mich auch sehr gefreut, wo ich die Strecke abgefahren bin, weil ich kann auch den Streckenabschnitt von Leipzig nach Riesa kann ich ja auch durch Trendunator. Da gibt es ja eine Streckenerweiterung davon. Leipzig, okay. Kann es egal sein. Genau. Und wird mal 30 fahren. Genau. Ja. Da gibt es ja auch eine Streckenerweiterung. Die Strecke Dresden-Leipzig, die Strecke Dresden-Riesa, die Erweiterung von Riesa nach Leipzig. Genau. Genau. So. Sehr schön. Gleiswechsel haben wir jetzt hier. Warum meinte ich jetzt gerade nicht? Achso, hier teilt sich nochmal die Strecke. Okay. So, dann muss man auch schon wieder abbremsen. 120 so langsam.
Na, das klappt doch ja alles. Was mit dem Bremsen jetzt bei den nächsten Bahnsteigen auch alles funktioniert, bin ich sehr zufrieden mit mir. Dann wäre ich sehr zufrieden. Aber er war schon im Rückgang irgendwie. Mehr festen Bezeichnung. Wenn ihr irgendwelche Streckenvorschläge habt für CSG 2, wo ich mal fahren soll, könnt ihr es ja natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann wird das nächste TSB-Video dann ja, euer Streckenwunsch dann sein. Voraussichtlich, ich habe die Strecke. Zur Not vielleicht erst Design einrichten, dass ich die mal kaufe. Ich weiß es aber nicht, je nachdem. Und wenn es möglich wäre, am liebsten deutsche Strecken. Andere Strecken bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Genau. Aber wie gesagt, könnten wir sehr gerne, wie gesagt, eure Vorschläge mit unten in die Comments schreiben. So, ich glaube auch der E50, der verkehrt hier im Stundentakt von Leipzig aus nach Dresden. Oder fährt jede Stunde. Also Ankündigung 60. So. Das steht jetzt für Priestens, weil wir dann da auf die rechte Seite rübergeleitet werden. Genau. So. Genau. Sehr schön. Weil die Bahnsteige sind die Nebengleisen, das hier die Fernzüge, Güterzüge und so weiter und so fort, eine Überholmöglichkeit gleich haben. Genau. So, bin mal gespannt, ob ich besser jetzt wieder kenne. Eigentlich wäre es auf dem Signal schon 60, aber naja, TSB hat wieder ihre Sonderregelungen. Da ist erst 60 ab der Weiche. So, genau, so jetzt da hinten kam auch noch der Streckenabschnitt dazu von Richtung Cottbus bzw. Coswig. Nicht Coswig, Großenhain Cottbuser Bahnhof. Genau. So, ja, und der Bahnhof ist original nachgebaut. Sehr schön. Da schlägt auch gleich mein Herz noch gleich viel höher. So. Schön. Original. Also muss das. So. Oh, war eine schöne Bremsung. So, diesmal machen wir die Türen auf. Türen auf. Sehr schön. So, genau. Sehr schön. Genau, und ab hier war jetzt keine Baustelle mehr. Also, was jetzt da hinten ist. In Richtung Dresden jetzt geradeaus, weiß ich nicht, bin ich nicht lang gefahren, aber dahinter war immer. Genau, steckt man hier aus. Bahnsteig ist auch in Realität wirklich auch so enge. Geht man da oben, hoch, hier rüber, dann kommt man dann zum Bahn, an den Bushaltestellen vorbei, um darüber dann auf das nächste Gleis zu kommen. Ich glaube, ich hatte 5 Minuten Zeit gehabt, von hier darüber zu rennen, nach da drüben und dann kam auch schon der Zug. Genau, so. Sehr schön. So. Versuch alles gut aus erster Klassenbereich hier. Guten Tag, junge Damen. Ah, sieht alles sehr schön aus. Perfekt. So. Gut. Priesterwitz. Schön. Schön, 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 schön. Genau, und wie gesagt, wie es jetzt dann weitergeht, weiß ich nicht. Muss ich dazu sagen. So, erstmal schön gestreckt. Muss hoch sein. So. Können wir schon mal die Türen schließen. So, sieht auch alles in Ordnung aus. Ist hier erfüllt und wir dürfen rausgehen. So, Ausfahrt mit 60. Nächste Station ist dann Niederau in 9 Kilometern. Und wie gesagt, Ausfahrt 60 im Teil, weil wir jetzt gleich wieder auf die Hauptstrecke drauf fahren. Genau. So. Und die Weiche dürfen wir eben halt nur mit 60 km/h passieren. Aber irgendwie muss ich sagen, irgendwie finde ich, ich weiß es nicht ganz genau, lieber Lokführer, liebe Lokführer da draußen, wenn ihr auf dem Talent unterwegs seid, wie findet ihr das? Ich finde irgendwie, es sieht unrealistisch aus von der Beschleunigung jetzt her. Irgendwie, also wenn ich in Realität nur zuschaue, sieht das für mich viel schneller aus. Ich
weiß es nicht, keine Ahnung. Also, falls hier irgendein Lokführer dabei ist, der sich vielleicht mit einem Talent 2, Talent 2 fährt und das vielleicht erkennen kann, hier so vom Augenmal her, vielleicht spielt er auch selber TSB 2, weiß man ja nicht. Bitte schreibt mir eure Statements in die Kommentare, ob das realistisch ist oder nicht. Das würde mich brennend interessieren. Weil ich finde persönlich, es sieht nicht realistisch aus. Meiner Meinung nach. Kann mich auch täuschen, keine Frage. Aber irgendwie finde ich, dass jetzt nicht so realistisch von außen ist, wieder was ganz anderes. Da muss ich sagen, ja, aber von innen, das ist so. Also ich bin ja schon mit dem Talent mitgefahren, auch letztens mit dem Talent, als RE11 oder RE17 von Sassen nach Dessau auf Bahnhof. Und auch da, die Beschleunigung drinnen, das war viel, naja, rasanter, kann man sagen. Ne? Talent-2-Fahrzeuge sind ja auch sehr beliebte S-Bahn-Fahrzeuge, auch vor allem im Raum Leipzig zum Beispiel, unter anderem auch Raum Dresden. Ne, sind ja sehr gerne eingesetzt. Ja, also irgendwie finde ich das nicht so original jetzt. Ja. Aber wie gesagt, da ganz gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Oder eure Statements dazu, würde mich zumindest brennend interessieren. Gerade kam auch 185 angegeben als Güterzug. Auch schon abgefallen. Ich bin hier noch nie Güterzug gefahren im ITS. Kann man sich nicht dran erinnern, dass wir hier mal Güterzug zu haben. TSW 2, ist aber nicht ein TS, TSW 2. Naja, interessant. Irgendwann kommt der Tag, da wird das passieren. Vermute ich mal. So, den Wetter noch, die Farbe habe ich vergessen. War schön, dass wir heute auch so einen leichten Regen. Wir können ja hier unten den Scheibenwischer verschiedene Modus einstellen, aber Stufe 1 oder Stufe 2. Na, das war Stufe 2, reicht völlig zu. Aber wir müssen ganz, ganz, ganz leicht nieseln, kaum zu sagen. Also ist jetzt nicht so extrem schlimm, finde ich persönlich. Genau, so sieht es aus. Was auch so typisch ist. Bei 120, da hat man das Gefühl, man kommt überhaupt nicht voran, das sieht zu langsam aus. So ist es halt. So ist es halt. Sachsen so üblich? Ist das eher? Weiß ich nicht. Kann mich jetzt nicht entsinnen. Aber kann sein. Kann sein, muss aber nicht. So, nächste Station: Niederau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also langsam darüber nachdenken.
Sagt der Fahrgast da, ich muss mich bitte entschuldigen, der Aufstieg befestigte in Fahrtrichtung links. Ich bitte dies zu entschuldigen. Stimmt, die Lauer war ja hier. Naja. So klingt es halt das Gedächtnis. So, aber das passt ja mit der Wandlung. Passt echt gut. Sehr schön. Also ich auch interessieren würde, ob verhalten hier hinten echt so weit die Talent-Zug-Züge oder allgemein die Züge. Halten nicht weiter vorne. Unser Weg ganz schön lang, ne? So, und einmal bitte die Tür auf. Dann macht er pünktlich sehr schön. Ja, steht gut. So. Ganz schön niedrig der Bahnsteig. Oh, sieht gut aus. Ah, sieht perfekt aus. Sehr schön. Oh, was ich schön finde, ist die Scharfenberg-Kupplung hier, muss man sagen. Sieht echt schön aus. So. War eine Aufgabe an ihm, ne? Baureihe 116, Ausstieg und 2 Einführung. Wie geht denn? Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Schon ein paar Güterwagen abgestellt. Für Container. Schon mal zumachen. So, kurz hinsetzen, uns schon mal lösen und dann können wir auch gleich abfahren. So. So, und jetzt können wir abfahren. So, unsere Station ist Weinbühl. Hauptbahnhof in 1,8 Kilometern. So. Und da fährt er da Peter. Da geht er da Peter. Wissen das jetzt eigentlich für eine Strecke im jetzt hier neben uns? Ist das hier irgendeine andere Strecke oder fahren hier auch Güterzüge oder was auch immer? Nämlich nur, weil da keine Elektrifizierung ist. Was ihr da weiß, auch bitte sehr gerne unten in die Kommentare. So. Dann geht es erstmal los. Langsam anfangen zu landen. So. Nächste Station im Weinbühl. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. So, die neue Feuerwehr geguckt. Aber wenn man sich unsicher ist, sollte man vielleicht gucken. So, kommt ein gelbes Vorsignal und in 1,1 Kilometern ein rotes Hauptsignal. Okay, okay. Stetigen. Wasser, 1000 Hertz, der ging an. So, ein bisschen verbremst haben wir uns. Die fahren wir natürlich auch nochmal zu Diensten. Weinbühl, ich habe momentan in 2. Sieht irgendwie schon wieder nach einem L50 aus. Jetzt müssen wir es passen von der Traktion her. So. Okay. So, sollen wir zum Stehen kommen? So. Türen auf. Ah, wir stehen perfekt. Na, ein Träumchen. Ist der Ausgang ja sowieso im Weinbild? Naja, ein Träumchen. Kann sich doch blicken lassen. So, grünes Licht haben wir mittlerweile auch wieder bekommen. Haben wir 1000 Hertz mit 45er drin. Wir können uns auch nur nicht daraus befreien. Müssen wir den Hinterkopf behalten. Sonst gibt es eine Zwangsa. Das wollen wir doch nicht. Also ich möchte es nicht unbedingt, sagen wir es mal so. Nur solange der Tausender da ist, kann man sich befreien. So. Da pfeift der Wind hier rein. Wie in Realität gerade bei mir. Aber lieber so als 40 Grad, bin ich ehrlich. So, aber irgendwie haben wir doch so ein bisschen blauen Himmel und die Sonne kommt doch so ein bisschen raus. Sieht da nicht schlecht aus. So, dann machen wir die Türen zu.
Trittstufen sind gar nicht raus. Muss ich mal gleich beim nächsten Bahnhof mal mit beobachten. Jetzt wechseln Trittstufen. Tief hoch. Tu mal tief aktivieren. So. Gut. Und fahren auch erstmal ab. So, wie gesagt, müssen wir aufpassen, Jens. Wir dürfen nicht schneller als 45 kommen, solange wir noch eine 1000 Hertz zu überwachen drin sind. So, nächste Station ist dann Coswig. Und dann müssen wir 40 fahren, bis wir uns befreien dürfen. Überwachung haben wir jetzt wahrscheinlich auch bekommen, weil eben halt das Hauptsignal da vorne eben halt jetzt rotfeuer war und jetzt auch auf grün umgeschalten ist. Genau. So, jetzt können wir uns aber befreien mit Bastern und können wieder beschleunigen. So. So, Hail on the Table. Jetzt irgendwie Wechselblinken. Kein Wechselblinken, nur Blinken von Absicht. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wir lassen das verlinken. Solange es uns nicht schadet, ist alles super. So, wir müssten eigentlich auch bald mal noch ein schönes Pumping machen. Sehr schön. Thumbnail gemacht. So. So. Schicken wir abnehmen. Machen wir den Lenk nach unten. Genau, und Coswig besteht dann noch Anschluss eben halt an sämtliche Regionalbahnlinien. Regional-Expresslinien unter anderem auch und S-Bahnlinien. So, müssen wir bremsen. Fahren, warum auch immer. So. Da nicht drauf geachtet. Entschuldigung. So. Nächste Station, Coswig. Sie haben Anschluss an die Regionalbahn und an die S-Bahn in Richtung Dresden Hauptbahnhof. Fahrgäste in Richtung Dresden bleiben bitte in diesem Zug sitzen. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts, glaube ich mal. So, und wir bremsen. Oh, Schluck auf, Mensch. Immer dann bei den Aufnahmen. Kommt jetzt von zu viel Reden oder irgendwie so? Ich weiß es nicht. Oh, hab ich eger Schluck aufbekommen. Oh, das ist für mich ein Rätsel. Und hat die recht gehabt, aussteigt rechts? Ah, hat die recht gehabt. Na, der Schulz, der hat Ahnung. Der Schulz, der hat Ahnung. So. Gut. So. Wir werden noch jetzt nicht allzu weit vorne halten. Warum unsere Leute jetzt hier durch die Patscheregen jetzt hier nicht allzu weit laufen? So. Dann einmal die Türen mit auf. So. Sehr schön. Und auf dem Coswig hier hinten noch ein paar Güterwaggons abgestellt. Sehr schön. Dann auch nochmal. Das Licht haben wir auch schon. Ein Träumchen. So, jetzt gehen wir auf die Trittstufe nach unten. Was ist jetzt der Unterschied zwischen unten und oben? Aber ich glaube, das sind ja alles niedrige Bahnsteige. Also passt das schon hier mit unten. Aber oben können wir ja sowieso nicht auswählen. Irgendwie funktioniert das nicht so. So. Ist aber auch nicht so schlimm. Okay. So. Dann kann ich schon mal so langsam die Türen zumachen. So, fahren wir jetzt die Trittbretter mit ein. So. Machen die Türen zu. Und. Geben Gas. So, Ausfahrt ist jetzt hier 120. Nächste Station ist Radebeul Ost und danach nach Radebeul kommt dann auch schon Dresden Neustadt, glaube ich. Ja. Dresden Neustadt müsste dann auch schon kommen. So.
kurz. Held on the table. Beschleunigen. So. War es das 5 oder war es ein S? Keine Ahnung. Also wenn es jetzt ein S wäre, wüsste ich nicht, wie Wasser stehen sollte. Und 50, naja, besser. Sonst hätte der schon ja gemeckert. Hat er aber nicht. So, ab Radebeul kommt dann auch die Fernzüge wieder von der Fernzugtrasse mit dazu, die kurz nach Riesa ja, abgezweckt ist. Kommt dann jetzt wieder dazu, so 1,50. Okay. Wir überwachen aber nicht. So, genau hier oben über Platz 1. So, kommt dann gleich mit dazu. Genau, ab jetzt beginnt auch gleich Radebeul. Wir fahren jetzt hier auf der S-Bahn-Trasse entlang. Da halten ja auch Regionalbahnzüge an gewissen Stationen. Das weiß ich noch nicht, ob wir jetzt hier rüberschwenken dann auf die Ferngleis. So, also wo die Ferngleiszüge fahren. Weil eigentlich teilen sich jetzt die Regionalbahn und die Fernzüge das Gleis, soweit ich weiß. Kann auch sein, dass ich jetzt absolut Scheiß erzähle. Ich habe keine Ahnung. Also das aussieht bei mir hier. So wie das aussieht zumindest. Also schlimm. So, wir haben einen Ruderzug entgegen, 184. Containerwaggons von Bonn. So genau, und auf der Seite sind auch bei 160 erlaubt und hier sind nur 120 erlaubt. Und dafür sind eben da die ganzen Bahnsteigen, eben die Bahnsteige eben da hier, die S-Bahn-Züge. Sehr schön. Ah, bis nach Dresden, von Riesa bis nach Dresden, das ist echt ein Katzensprung. Roundabout, ja, 40 bis 50 Minuten. So roundabout kann man so sagen. Nächste Station, Radebeul Ost, Aufstieg in Fahrtrichtung links. Sie haben Anschluss an die S-Bahn sowie zum Regionalverkehr. So, genau, der RE50 ist auch der sogenannte Saxonien-Express. Genau, der Sachsen-Express. So, da steht doch Padostus, wahrscheinlich als S-Bahn. Jo, als S-Bahn und hinten dran 143. Ne, 145, 46 war da dran, 146 war da unten dran. Naja. Naja, so. Radebeul, dann können wir jetzt schon mal langsam anfangen wieder zu bremsen. Das war ja auch vernünftig zum Halten. Das Hauptsignal, Vorsignal mal wieder. So. Und wir bestehen mit Wasser. So, 1000 Hertz unter 85 sind wir. Das passt auch. Sie vermeldet sich, kann auch bestätigen. Sehr schön. Die Ausstiegsrichtung hatte ich auch wieder recht gehabt. Ha, ein Profi will ich haben. So. Oh, das ist zu früh. Über eine Minute. Kommen wir mal ein guter Zug hier, 185. Also wahrscheinlich vor uns in der S-Bahn fahren. Oder sowas. So. Wir kommen jetzt wieder zum Stehen. So, und machen die Türen auf. Ja, steht gut. Perfekt. Ah, hier mit dem Tiefeinstiegsbrettern. Das ist gar keine schlechte Idee gewesen, ja. 57 cm Höhe vom Boden aus oder Rampe. Haben auch einmal eine 77 cm Bodenvariante. Kann man aber allerdings nicht anklicken. Makro. Hoch, tief.
Gut, so, dann mache ich vorher rot. Also schlimm, trinke ich noch einen Schluck in der Zwischenzeit. Not problemo. Würde ich jetzt mal dazu sagen. Zeit. Gucken, wenn es hier grün wird. Solange würde ich auch die Tür noch offen lassen. Können wir dann schließen, wenn es grün wird. Wir sehen es da vorne am Signal. So. Genau. Auf der Schnellfahrstrecke oder Spur so gesehen wird uns wahrscheinlich etwas überholen, aber sehe ich schon ein grünes Signal. Das ist wahrscheinlich gleich noch was überholen, ja. Und da werde ich rüber hier auf die Gleise. Das kann natürlich auch sein. Oder wir wollen da rüber, das kann auch sein. Deswegen können wir noch nicht fahren. Das ist die Frage der Frage. Ich wollte nur so in der City, keine Ahnung. Nicht, dass er jetzt will, dass wir dann jetzt eben halt hier rüberfahren auf das Gleis. Und da vorne ist grün. Genau. Deswegen. Egal, wir warten so lange noch. Dann können wir die hier noch offen haben. Die Leute, die zu spät kommen, weil die Busverspätung hat oder irgendwie so, ist es natürlich praktisch, dass die dann, ja, dass wir hinter dir noch stehen. Aber je nachdem, was das für ein Zug ist, der hat zumindest Verspätung. So viel kann man sagen. Sieht man da hinten schon irgendwas anrascheln? Nein. Sonst kann ich mir nicht vorstellen. Wenn sie was mal machen könnten, könnten vielleicht die Fahrdienstleitung oder das Stellwerk mal anfunken? Nein. Der will, dass wir noch warten. Warten wir noch. Kein Problem. So. Das so gut ist. Wahrscheinlich starten sie jetzt schon hinter uns, aber naja. So ist es. Aber so ist es halt, ne? Ist in Realität auch so, ne? Egal welcher Zug Verspätung hat, andere Züge leiden auch mit man da. Das ist halt so. Ja. Ob der dafür jetzt dran schuld ist, ob es jetzt eine Zugstörung war oder sonstiges, darauf jetzt mal hingestellt, aber ich meinte jetzt nur. So, ah, da kommt was. So, ah, ein Güterzug. Ein Güterzug. So. Gut, dann haben wir auch gleich grün bekommen. Können wir die Tür schon mal schließen. So. So. Hinsetzen. Wenn wir wahrscheinlich auch gleich Abfahrt bekommen. Und dann ist man uns entgegen. Ja. Könnte auch der Regionalexpress sein nach Cottbus. Könnte auch sein. So. Da steht S-Bahn Dresden dran, dann ist das S-Bahn, dann ist wahrscheinlich die S-Bahn nach Crossweg. So, mal warten, bis der Streckenblock frei ist, dass wir hier dann rüberfahren können. So, 800 Meter, also 50. Mal, könnt ihr nochmal das weiter rüber. Das weiter rüberfahren, könnt ihr euch noch. Oh Gott. Frosch im Hals. Aber so ist das. Das Leben besteht manchmal aus Warten, Warten, Warten. Und noch mehr Warten. Könnten zwar jetzt auch schon anfahren, aber das macht man nicht, an ein rot haltendes Signal ja, ranzufahren, das macht man nicht. Also, es ist ja so 300
85 Meter entfernt. Wir könnten jetzt eigentlich mit langsamer Temperatur, na klar, mit langsamer Geschwindigkeit ranfahren. Macht man aber nicht. Wenn man am Bahnhof steht, dann sollte man da stehen bleiben. Und den Ein- und Ausstieg noch zu gewährleisten in der Zeit. Hätten zwar jetzt auch offen lassen können, aber egal. Sobald sie grün ist, können wir zumindest abfahren. Was manchmal dauern kann. Vielleicht war es aber noch ein Steilwerk. Okay, nochmal eine Ablehnung. Okay, naja, müssen wir warten. Dann ist es so. So gut, der Zug zumindest ziemlich spät dran. So, nächster Halt ist dann auch schon Dresden-Neustadt, dann wie gesagt, in 5,4 Kilometern. Dort kommt noch Dresden mit und dann Dresden Hauptbahnhof, wenn man irgendwie alles täuscht. So, gut. Jetzt kann es auch langsam echt ein bisschen grün werden hier, dass ich hier losfahren kann. Das raubt ja irgendwie eben echt den Nerv, wenn man hier lange steht. So, jetzt haben wir grün. So, anfahren. So, 1000 Hertz, 45 haben wir. CE3 entgegen. Auf den haben wir auch noch gewartet. Aha. Okay. So. Erklärt wenigstens einiges. So, kann uns auch befreien. Kann auch erstmal noch beschleunigen. Versuchen ein bisschen Zeit hier rauszuholen. So, hier wären eigentlich schon 50, aber naja. Da weiche dann das hier 50 gezählt hier. Man kann es ja nicht anders vom TSB. So, dann wollen wir jetzt hier das Gleis wechseln. Und nochmal wechseln. Dann dürften wir, glaube ich, jetzt noch auf 160 beschleunigen, wenn jetzt nicht alles täuscht. Wir werden das gleich sehen. Jo, dürfen wir auf 160. So, na dann. Table on the table, nochmal richtig Gas geben hier. Da kommt doch schon der nächste Güterzug. Also hier ist eine Verkehrsdichte. Meine Fresse, ey. 100. 45, aber dann die B-Lackierung bei Ray Rection. Das eine steht für Neustadt. Talent hier. Fahren wir mal aus ein bisschen. So, wo jetzt auch schon langsam anfangen zu bremsen, wir werden ja wahrscheinlich gleich die Ankündigung bekommen für 80. Kommst du auch schon, ich sehe es schon. Die Bremsen ja hier so bescheiden schön sind, habe ich schon ein bisschen eher angefangen zu bremsen. Wir müssen ja relativ zügig, ich glaube unter 30, oder innerhalb von 30 Sekunden müssen wir, glaube ich, auf unter 85 kommen. Wenn ich das jetzt hier noch so richtig auf dem Schirm habe. Aber hat ja alles ganz gut funktioniert, ja. Ist einfach hoch bis jetzt. Ich denke mal, wir werden es wirklich schaffen. Somit mache ich mir jetzt keine Gedanken darüber. So, wir haben hier um die Kurve. Dann kommt schon Dresden-Neustadt. So, wir können uns jetzt auch befreien.
doch alles fantastisch aus, ja. So, was jetzt hier für eine Strecke jetzt hier mit dazu kommt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. So, lass uns ausrollen. Vorne kommt ja schon der alte Punkt. Versuchen wir hier schön in der Bahnhofshalle anzuhalten. Sehr schön. Sieht fantastisch aus. So. Pünktlich sind wir auch. Ein Träumchen. Ja, wie das jetzt so drin schön scheint wird hier. Wunderbar. So, Ausfahrt haben wir auch. Sehr schön. So darf es sein. So darf es sein. So, junge Dame, schnell rein hier noch. Mach die Tür gleich zu. So, und wir machen die Türen zu. So, sieht gut aus. Und wir fahren los. Genau, 38. Mitte, genau. So, halt noch Dresden Mitte. In 1,6 Kilometern. So. Dürfen 80 fahren, dann werden wir es auch machen. Gar keine Frage. Aber ab hier ist es eigentlich alles relativ eng getaktet, muss man sagen. So. Aber das sieht gut aus. Hier ist die Elbe noch, genau. Hier überqueren wir die Elbe. Wir haben noch eine S-Bahn uns entgegen hier. Also die Frauenkirche auf der rechten Seite, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kenne mich in Dresden nicht so gut aus. Muss ich dazu sagen. So, da habe ich einen Güterzug. So, wir bremsen. So, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Links, Entschuldigung. So, 185 nochmal. Wir haben ein paar Güterwagen hier. Und Süd, On und so weiter und so fort. Sehr schön. So, da fährt auch los. So, pünktlich sind wir auch. Sehr schön. So, und wir machen die Türen auf. Und dann kommt da vorne auch schon die Ankündigung 460. Sehr schön. So, wir machen die Türen auf. Man fährt ja, man hat auch überall Bauarbeiten hier. So, aber ordentlich was los hier, muss man ja mal sagen. Ist ja echt ordentlich was los hier. So, wir machen die Türen zu. So, bapp. Und dürfen dann jetzt auch abfahren. So. Und dann kommt die Endstation Dresden Hauptbahnhof. Müssen wir natürlich bestätigen. Wir werden 1000 Hertz rein. So, ich beschleunige jetzt auch auf 60, dann lassen wir uns rollen. Genau. Und alles gut.
So, sehr schön. Klappt hier alles hervorragend. So, mal wieder Ruder. Vorher kommt noch ein Widerruder. Und noch mal ein Widerruder. Ne, das ist das Hauptsignal und jetzt schon nächste Anknüpfung für 40. Natürlich bestätigen. So. Ich glaube, wir halten auch unten an den Kopfbahnhof. Rechts und links, also auf der linken Seite fahren ja die S-Bahn-Züge, auf der rechten Seite sind hier Durchgangsgleise für Fernzüge unter anderem und Regionalbahnzüge. Genau, und unten sind ja die Züge, die in Dresden alle enden und von dort aus auch wieder starten, so gesehen. Das Hauptsignal muss man natürlich wieder bestätigen, gar keine Frage. So, nächste Station ist Dresden Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Von allen Fahrgästen verabschieden wir uns und bitten Sie, aus dem Zug auszusteigen. Wir bedanken uns für die Mitfahrt im Saxonien Express und hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Ihre nächsten Anschlüsse sind dann auch alle S-Bahn-Linien und Regional- und Fernverkehrslinien. Auf Wiedersehen. So, Ansagen kann ich heute nicht sprechen. Hat man gemerkt. Das ist heute nicht so mein, ja. Gebiet. So. Mal gucken, dass wir hier versuchen, vernünftig zu halten. So, sieht man nochmal melden. Meldet sich nochmal. Und so. Bam. Sehr schön. Muss mir natürlich jetzt wieder angucken. Oh, ein Träumchen. Ja, wie fährt das rein? Was fährt rein? Für was? Man hört was, aber man sieht nichts. So, gut, wir rüsten den Zug ab. Wir können die SIFA und die GZB können wir machen. Schlusslichter aus, Zuglicht aus. Richtungswender können wir ausmachen. Pato können wir oben lassen. Richtungswender ist auf neutral. Machen wir auch aus. So. Und die Instrumentenbeleuchtung können wir auch ausmachen. Die Türen machen wir noch zu. Dann machen wir auch noch runter und damit machen wir Feierabend. So, okidoki, so. Ja, 56 Minuten benötigte Zeit, das passt. Gold haben wir bekommen. Na, Level 57. Na, sehr schön. So, Freunde, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ganz gerne wissen lassen mit Glöckchen oben. Könnt sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Um keine weiteren Videos oder Lessons mehr zu verpassen, würde mich natürlich freuen, wenn ihr alle einschalten würdet, dann um 18 Uhr dann zum Trendsimulator-Livestream. Und ja, gut, damit bin ich raus. Euer Schulz von den Nekos. Bis dann, ja. Ciao, ciao.